Hallihallo und Hallöchen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scrap Mechanic Fanctuation. Jupp, wir hatten eben die Feuerwehr und jetzt haben wir gleich den Fahrstuhl. Ich kann ja schon mal sagen, ja, so Funktionalität ist top, Aussehen ist scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich das ordentlich vermarkten soll auf dem Thumbnail. Ja, wie willst du denn diesen euren Kasten wirklich schön vermarkten? Das ist eine Frage, die muss ich mir noch stellen. Oh, die Seite ist aber besonders schön, ja? Oh, also diese Kante, hervorragend. Kaufen Sie diese Kante, ja? Ihr Fahrstuhl wird explizit wunderschön sein und nie mehr verkanten. Denn diese Kante hier, sie ist so schön. Sie ist einfach so schön. Ist das glaubwürdig? Aber es geht ja auch nicht immer nur ums Aussehen. Na, wir sind ja nicht so oberflächlich. Sondern wir haben auch ab und zu mal Kreationen. Wie sage ich das jetzt politisch korrekt? Die sehen vielleicht nicht so gut aus, ja, aber sie funktionieren hervorragend. Sowas muss es auch geben. Ich lese das einfach mal vor, ne? Ich lese das. Wow, also da hat man sich ja außerordentliche Mühe gegeben bei der Beschreibung. Also, Hammer, ja? Also, das ist ja der Wahnsinn. Man könnte fast meinen, ich wäre zu faul zum Vorlesen. Aber der Creator ist der Honigkuchenpups, Projekt von Weißblut 305 mit Unterstrich natürlich in der Mitte und Honigkuchenpups Aufwand ca. 8 Stunden. Das glaube ich den beiden auch, weil die Technik sehr kompliziert ist, zumindest macht es den Anschein. Aber Leute, ihr hättet doch einfach nochmal so ein bisschen zumindest was da rummachen können, dass das einigermaßen schick aussieht. Aber naja, ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, ist natürlich meckern auf hohem Niveau. Aber das bedeutet natürlich, dass die Kreation nicht sehr lange gehen wird. Aber muss ja auch gar nicht, ne? Ist eine kleine, aber feine. So, was will ich denn eigentlich mal zeigen? Also wir haben hier wunderschöne Türen. Also die finde ich gar nicht mal so schlecht, ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe hier aber, hier ist zum Beispiel Farbfehler. Das finde ich wieder, ja, bedingt gut. Aber ich bin natürlich ein sehr netter Mensch. Und werde das mal für euch nachbessern. Ist ja kein Ding. Bin ja der nette Tarindor. So, also, erste Etage, sehr, sehr schlicht. Wir können hier aber trotzdem rein. Eigentlich ist dieses Radio noch an. Ich habe es ausgemacht. So, dann haben wir hier einen Sensor, der checkt wohl irgendwie was. Ich kann das technisch leider nicht erklären, aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wir fahren in die zweite Etage. Das sieht schon cool aus. Also da kannst du wirklich gar nichts gegen sagen, ja. Optisch, beziehungsweise technisch ist der Fahrstuhl top. Guck, wir sind jetzt in der zweiten Etage. Und es funktioniert auch wirklich gut, ne? Also da kannst du gegen, also ich weiß nicht, also die Technik ist top. Die würde ich vielleicht auch sogar in mein Busdepot nehmen. Wir nehmen mal die dritte Etage. Ja. Funktioniert auch. Tadellos, muss ich sagen. Wir haben hier den Technikraum, dazu kommen wir später. Ich fahre jetzt erst noch einmal runter. Das ist so ein kleiner Spannungsmoment. Wir fahren runter. Auch das funktioniert natürlich wunderbar. Also, es funktioniert, ja. Und auch die Anzeigedinger funktionieren super. Wir können das gerne mal testen. Wir fahren mal in die zweite Etage. Ja. Guck, zweite Etage. Jetzt müsste das unten eigentlich auch so angezeigt werden. Guckst du an, zweite Etage. Eigentlich tüti-tüti-toppi. Jetzt holen wir den Fahrstuhl mal. Auch das funktioniert hervorragend. Die Türen sind ein bisschen überdimensional groß, aber naja. So, jetzt fahren wir mal nach oben. Joa, das funktioniert auch. So, und jetzt gibt es hier gleich eine Besonderheit. Dazu müssen wir aber nochmal nach unten. Tarindor, du willst die Folge ja nur strecken. Nein, ich möchte die Kreation hier wärmstens empfehlen und vermarkten, denn das ist mein Bereich als YouTuber. Ich muss ja werbekompatibel sein, ja. Sonst werde ich nicht geduldet in diesem Hause. Also, wir haben hier eine wunderschöne grüne Tür mit einem atemberaubenden Sternenhimmel. Eine digitale Anzeige für erfolgreiche Etagenmanagement, ja. 1, 2 und 3. In 3 Stufen funktioniert der unglaubliche Sensor. Eine Beschleunigungsabfrage, die gigantisch ist. Der Satz war absolut nicht logisch, aber in Vermarktungsqualität hervorragend. Die Tür wird natürlich gesichert von einem wunderschönen Warnschild, das uns sagt, Achtung, keine Ahnung, auf jeden Fall Warnung. Der ultimative Knopf lässt keine Wünsche offen. Wir steigen ein und setzen uns in Bewegung. Und dann passiere Folgendes. Oh nein, wir haben ein Signal, denn wir stecken fest. Wir fahren sofort zur dritten Etage
eilen wir herbei. Die Tür öffnet sich dramatisch mit doppelter Zweifachsicherung. Einmal außen und einmal innen, damit keine Wünsche offen bleiben und der Fahrgast immer gesichert ist. Und wenn wir das geschafft haben, öffnen wir die ultimative heilige Tür. Halleluja. Und das Piepen geht mir voll auf die Eier. Und dann können wir diesen Mechanismus ausschalten. Und schon ist vorbei. Wir können uns... Oh Gott. Also, falls ihr euch jetzt denkt, ich mache das hier alles schlecht. Nein, um Gottes Willen. Ne? Man muss sich auch mal ein bisschen lustig darüber machen. aber das ist schon wirklich beeindruckend, ja. Also ich kann hier nichts erklären, weil ich verstehe halt gar nichts, ja. Ich verstehe da wirklich null von. Das wird wohl für... Nee, ich fange erst gar nicht damit an. Das ist hier der Pieper. Hammer, oder? Das habe ich jetzt daraus erkannt. Also sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Und hier können wir uns quasi wieder einschließen. Ja, falls wir kein Leben haben oder so, ist das der Moment der Wahrheit. Aber es macht schon guten Eindruck, ne? Also die Tür hier funktioniert auch wunderbar. Ist eigentlich auch ein cooles Garagendach oder so, ne? Oder Garagendach? Nee, Garagentor. So. Ja, und dann können wir natürlich ganz schnell wieder runter mit dem ultimativen Highspeed-Knopf. Gibt es noch was zu sagen bei dieser Kreation? Ich würde gerne mehr zeigen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr versteht, wie das hier funktioniert. Ich verstehe da nämlich nur Bahnhof von. Aber ich muss sagen, also Mechanismus top. Den würde ich auch gerne benutzen, wenn ich mein Busdepot nochmal neu baue. Also da würde ich das gerne benutzen. Ich würde es aber schöner verpacken, ja. Ihr habt euch ja noch nicht mal die Mühe gegeben, ein bisschen Farbe ranzuklatschen. Außer die hier, ja. Aber ich glaube, hier geht es eigentlich nur um die Technik, ja. Will ich auch nicht schlecht reden, wie gesagt. Ist eine schöne Kreation. Und technisch gesehen auf höchstem Niveau. Wobei, ich glaube, der Chico hätte das viel besser vorstellen können, denn der versteht auch noch was davon. Oder der Quacker oder der Kerge. Ihr müsst den Leuten sowas einsenden. Die verstehen was davon. Ihr schickt das einem Tarindor, der keine Ahnung hat, was er da eigentlich vorstellt. Aber da ich hier aus dem Vertrieb komme, versuche ich es zu vermarkten. So, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, was das sein wird, aber das ist ja gleich so, ne? Ich gucke gleich mal. Und obligatorisch schalte ich natürlich die beste Funktion überhaupt ein. Adam. Blum, 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 blum. Was ist das denn für ein Radio? Nochmal? Houston, wir haben ein Problem. Okay, das hat nicht so funktioniert. In diesem Sinne, tschüdelülü und wir sehen uns zur nächsten Folge. Ach ja, folgt uns auf Discord oder auf Steam oder beides und seid ein Teil der hervorragenden T-Community auf Discord oder Steam. Und dann könnt ihr auch solche exklusiven Fahrstühle benutzen. Mit, Achtung, wir haben ja gelernt, wunderschöner Kante und einem Sicherheitsinterface, das keine Wünsche offen lässt. Denn Zweifachvertürung vor allem. Ja, na? Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Tschüdelülü, meine Kinders. Hudigumpups. Hallo. Ciao. Vielen Dank euch beiden, ne? Tschüss.